Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Rainbow Six Siege. Wir spielen heute zum ersten Mal die Yacht. Oh yeah, endlich auch mal ich die Yacht. Juhu, ja. Ich bin so gespannt. Ob uns das jemand abkauft? Natürlich. Kommt drauf an, ob du das vorherige Video hochlädst oder nicht. Ja, genau, darauf kommt das an. Sonst glauben die uns. Oh. Was war das für eine Runde, ey? Jetzt wird alles besser. Noch besser? Wir haben nur 4 Gegner, das ist schon ein gutes Omen. Moment, wenn wir jetzt verlieren. Ich sollte einfach... Wahrscheinlich startet jetzt die Runde überhaupt nicht. Ja, das wäre wieder typisch. Ich gucke mir jetzt schon mal vorsorglich die Pinkens an und da ist einer mit 124. Ist das auch der Host? Keine Ahnung. Woran erkenne ich das? Keine Ahnung. Na, oh. Oh. Aber 124 ist anscheinend auch besser als 188, oder was wir vorhin hatten. Geisel muss gesichert werden. Geisel! Ey, wieso dauert das Rundenladen bei mir so lange auf einmal? What? Du stresst dich jedes Mal darüber. Ja, das ist ja auch jedes Mal so. Wandverstärkungen werden angebracht. Wandverstärkungen wären angebracht. Alle hopp. Ich hab noch eine Wandverstärkung. Bleiben 10. Oh, ich nehme mal die Treppe. Noch 5 Sekunden. Ah, genau, hier drüber ist nämlich eine Bodenluke. Genau über uns. Gute Arbeit. Standort der Geisel weiterhin unbekannt. Die hier ist übrigens... Hä? Und wo denn das jetzt? Tja, wer weiß, wer weiß. Aber die Treppe hier ist irgendwie scheiße. Können die da oben durch das Fenster schießen? Ich kann mal nachgucken. So aus. Verdammt. Ja, man sieht nicht... Ja. Oh, scheiße. Und man kann sogar aufs Pult springen und sieht dann richtig gut. Hey. Baue mich hier doch nicht so ein. Ich leg die Fußmatte einfach vor die Geisel. Oh ja. Ich hätte alle drei vor die Geisel legen müssen. Rechts wurde eine Tür aufgesprengt. Fairplay wird bei mir groß geschrieben. Ach, Fairplay gibt's in diesem Spiel nicht. Hä? Hier ist gerade die Tür zwischen uns. Hat sich was bewegt. Yes. Da! Gesehen? Das sind nur 4 Leute. 3 davon kann ich töten. Hier ist auch ein Sprengballer an der Tür. Also das könnte... Ich wurde entdeckt. Drohne zerstört. Okay. Bumm. Ey. Ich lieg hier. Ich wurde schon wieder entdeckt. Was ist los? Ich weiß auch nicht, ich werde hier auch laufen können. What? Wie viele Drohnen haben die denn? Ja, jeder noch 2, ne? Getötet? Durch die Tür? Hab ich jetzt nicht gesehen. Ja doch, da durch sind die Tür. Da sind schon wieder Drohnen durch die Tür gekommen. Au, oh. Was? Von oben! Was? Ey, ich liege in deinem verkackten Schild! Wiederbeleben? Überlebe ich das? Wiederbeleben jetzt auch? Was der? Ja, jetzt wo ich zurückschießen könnte, haut er ab, wa? Ich lade nach. Feigling. Mann, jetzt kommt er bestimmt gleich hier durch die Tür. Worauf schießen die? Autsch! Auf mich! Da krochen Füße durch die Tür. Der war wahrscheinlich schon angeschossen. Mit den Füßen voran? Oder wollte bluten dadurch? Was? Was zum... Von wo? Ja, Tür. So Tür. Schräg links. Draußen. Alter. Ach scheiße, ey. Ey, da an seiner Stelle hätte ich aber schon früher abgedrückt. Wie bist du jetzt auch? Oh Mann. Ach Mann, ey, wäre ich noch da, könnte ich euch aus der Entfernung wiederbeleben. Ach so ein Scheiß. Ja,
Ah, Stardust lebt noch. Ja, aber der Typ, der Typ, der Typ. Ja, er schießt die Geisel, komm. Das hat keinen Sinn mehr. 45 Sekunden. Na? Alter. Das funktioniert nicht. Was? Was? Wohin? Wohin? Okay. Klick! In die Währung. Oh, er will uns retten. Habe ich vielleicht das Gefühl. Das wäre schön. Oh, das ist keine gute Idee. Ja, glaube ich. 15 Sekunden noch. Naja, jetzt müssen sie Geisel. 10 Sekunden. Nein, oh Gott, geh doch versteck einfach dich. Zurück. Geh doch einfach zurück. Oh. Wow. Komm, die Falle. Geil. Zack. Yeah. Oh, geil. Ey. War nicht schlecht, das muss man sagen, ja. So eine dreckige Taktik. Es ist mir ja fast ein bisschen unangenehm. Überhaupt nicht. Wie der mich getötet hat, so runter. Boah. Wie geil. Wie geil. Nein, nicht, dass es jetzt sonderlich verdient war, der Sieg. Schon. Schon. Puh, ey. Dafür, dass wir so einen scheiß Raum hatten, der eigentlich von überall einsehbar war und den wir eigentlich überhaupt nicht verteidigen konnten. Ich meine, man konnte von oben, von der Treppe, von dem Fenster. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Überall in den Scheiß. Oh. Nee, ich bin so langsam. Ich glaube, die sind im gleichen. Ja, nicht, dass ich den Raum jetzt finden würde. Ja, ich konnte einfach durch so einen Gang von außen direkt da reinfahren. Ich habe gerade was gehört. Bestätigt. Die Geisel wurde lokalisiert. Ja, ist der gleiche Raum. Keine Ahnung, wie man da überhaupt zu Fuß hingelangt. Ey, wo bin ich hier? Ich gehe! Oh, Wasser? Hey, du kannst über Wasser gehen. Ich komme hier nicht mehr an Land. Ich bin festgebrochen. Oh, was ist das? Okay. Ist die Wand hier verstärkt? Die Wand hier ist verstärkt. Ja, dann gehen wir da doch durch. Kann soll ich mal sprengen? Achso, Moment, die kann ich nicht sprengen. Ich höre einen Störsender. Ich fahr mal rein. Wow! Hm? Hä? Wie haben die das denn gemacht? Ich war noch in diesem scheiß Tunnel. Ja, ich hab. Da drin sind mega viele Feinde, direkt hinter der. Schacht. Ich bin hier hochgegangen, ne? Ja, da kommen wir auch hin. Ich dachte, es gibt hier vielleicht noch einen Eingang, aber. Oh nein. Das war nicht. Oh Mann. Gleich geht das Licht aus. Hm? Aha. Aha. Wow! Was? Ich glaube, da ist rechts. Eine Bärenfalle vor der Tür. Ja, da liegt auf jeden Fall der Typ, der sie legen kann, direkt rechts auf der Treppe, direkt neben der Tür. Wenn ihr irgendwas zum Sprengen habt, was da reinwerfen könnt, macht das. Gibt's da noch einen anderen Weg rein? Keine Ahnung. Gegenüber ist eine Tür. Fiese. Ha. Jawoll! Sehr schön. Down war das der Typ, der die Fallen legen kann? Das ist eine Falle! Was? Oh, hä? Ich hab mit dem. Mit einer EMP-Granate auf dich geworfen. Ich hab nichts mehr! Und Friendly Fire gekriegt. So. Oh, jetzt müssen wir nur noch runter, ne? Ihr könnt links die Treppe einfach nehmen. Aber. Ah, fuck! In der Mitte vom Raum ist eine Kiste. Dahinter, da war er rechts. Hast du ihn gesehen? Nein! Ah! Da muss es doch noch die Fenster geben, oder? Achso. Das hat David ja versucht und der hatte den einen auch ganz gut im Blick, aber da war noch einer. Oh nein, Termite. Tu's nicht!
Kommt doch einer die Treppe hoch, ich höre es doch. In meiner Einbildung. Du liegst aber gechillt auf dem Fall. Und schon zu. Ach man, ey. Ist einfach nicht mein Tag heute. Was macht der? Nein. Eine Minute ist mehr als genug Zeit. Mhm. Da liegt Stacheldraht, also kann das nicht so weit entfernt sein. Naja. Ja! What? Kopfschuss vor allen Dingen. Ich liebe einfach diese, weiß ich nicht, Feuerkraftphysik in diesem Spiel. Feuerkraft, das ist Quatsch. Schusswaffenphysik, wie auch immer. Oh nein. Wow! Eigener Trupp wurde eliminiert. Das war auch irgendwie keine gute Stelle, um runterzuspringen. Ich hätte lieber die Treppe genommen. Guck es dir an. Okay, von der Treppe wäre der auch so fies. Naja, wer weiß. Uiuiuiui. Dog! Ja. Ich weiß ja schon, wo ich jetzt die Bärenfalle hinlege. Ja, die war echt. Oder alle drei. Nein, vielleicht nicht alle, aber. Mal noch warm, wo die Geißel sitzt. Oh, ja. Vielleicht noch irgendwie auf so einem fiesen Weg dahin. Wir machen nur fiese Tricks heute. Puh. Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigen. Oh, was Neues. Ich mach direkt das oben, Bild. Oben ist eine Lupe. Soll ich mal nach oben laufen? Wenn ich jetzt hier irgendwie... Ah, ja, ich weiß, wie ich da hinkomme. Achso, ja gut, dann lauf du. Ist bedroht. Bereit machen. So, ist doch hier die Luke, oder? Ja. Gut. Oh. Die Drohne sitzt hinter der Geisel. Gut, dass ich Scharfschütze bin. Gleich Geisel tot. Nur noch 5 Sekunden. Da setzen die sich hinter. Schon 2 Drohnen hinter der Geisel erschossen. Keine Sorge mehr, der Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel. Letzte Willkommensmann ein. Wenn die durchs Fenster springen, dann nehmen sie eine Überraschung. Hey, hier steht ein Schild. Ich gebe mal das in diesem Raum zu. Klaustrophobisch. Okay, ja. What? Hier vorne auf dem Gang. Wand befestigt. Also hier ist eine Treppe und rechts von mir ist ein Gang und da war gerade was los. Also links aus deiner Sicht. Wow, ja. Ich würde da gern reinrennen, aber ich glaube, ich warte hier. Magazinwechsel. Ah, hier war einer. Hab ihn. War da noch einer? Hier ist einer anders. Hat auf mich geschossen. Habt noch einen auf dem Gang? Gut, jo. Gut. In den Rücken geschossen. Ich renn mal kurz ein Stück. Da war gerade einer. Wo? Hier ja, die kommen hinter dir, du durch die Decke. Was? Ich geh zur Geisel. Jan. Okay. Hinter mir durch die Decke? Ach, beim Jan. Ach man. Du weißt doch gar nicht, wo du bist. Ich hab doch gesagt, ich renne den Flur weiter. Ich habe auf dem Flur 2 Leute erschossen. Ich hatte hier gerade eine Bewegung hinter so einem scheiß Schacht gesehen, aber irgendwie ist das weg. Boah, ich mag den Zaun vom einarmigen Banditen. Upsi! Oh, Granate!
What? Ah! Was ist da los? Hier bei mir. Kann man dich da retten? Mann, was? Ja. Ich glaube, ich habe ihn angeschossen. Ich habe keine Ahnung. Ist der halb tot? Liegt auf dem Boden? Sicher, dass man dich retten kann? Ich kann auch zu dir hinrobben. Oh, da kommt einer. Da ist einer. Auf dem Gang. Der kommt jetzt. Genau, von links. Ja, Mann, das war der Kerl. Jetzt machen wir keinen Spaß. Aufstehen, aufstehen, ab zur Geisel. Da wird draußen. Okay. Auf dem Gang. Deko. Rechts den Gang runter, Jan. Ich bleib hier liegen, vielleicht kommt er ja rein. Also. Er ist der Letzte und er schießt rechts durch dein Loch oder so, ja. Irgendwo da. Genau da sogar. Moment, David. Jetzt kam mal wieder von links. Es ist aber schon nur einer, oder? Au! Eigenen Trupps verbleibt. Ja, du kannst ja da rumlaufen. Ich krieg Angst. 15 Sekunden. Ja, der stand da an der Ecke, der wird gleich reinkommen. Noch 10 Sekunden. Mach! Nein! Boah! Hui! Bumm daneben! Ja, guck mal mit diesem riesen Visier, ey. Der hat sich einfach hinter dem Visier versteckt. Ich konnte da nichts sehen. Ja, ich jetzt auch nicht besser gemacht. Ich habe einen riesen Schock gekriegt, als der erste Schuss daneben ist. Ich dachte auch nur, okay, jetzt einfach überall hinballern. Ja, ich meine, hätte er auf dich geschossen, hätte er vielleicht die Geisel getötet. Eigentlich war das ganz gut. Ja, das ist ja eh der beste Plan, sich hinter der Geisel zu verstecken. Aber hat da irgendwie nicht geklappt. Man kam nicht noch vorbei. Das hat ja mit den Drohnen bei denen auch schon nicht funktioniert, sich dahinter zu verstecken. So. Ui. Ich glaube, bei Fuse ist hier echt eine doofe Idee, weil du gibt kaum Wände, wo man durchkommen kann. Habe ich zumindest den Eindruck. Ja, man lokalisieren. Man kommt ja durch mehr Wände, als man denkt. Man kommt ja auch durch ganz normale Geschossdecken. Also man kommt ja durch alles durch, was man auch kaputt schießen kann. Also nicht nur da. Ach, was weiß ich. Man kommt durch alles durch. Stardust. Oh! Stardust und ich haben was gefunden. Hallo! Oh. Mir bin ich sicher, aber kann es sein, dass die im gleichen Raum sind wie wir? 10 Sekunden. David, da oben ist Elektrodraht. 5 Sekunden. Hast du die Blitze schon gesehen? Hopp, ist auch besser. Nicht markiert. Ach, Mann. Wir könnten hier rechts. Keiner will rechts. Nee, ist irgendwie auch nicht die Seite vom Schiff, die ich dachte. Ups, ach Mann, wie ich dieses Seil hasse. So, ich bin hinter dir, David. Hier ist links die Treppe. Ich gehe mal kurz nach rechts rüber gucken. Ja, dann lass die Treppe rauf. Ihr wisst schon, dass ihr dann in der falschen. Achso, ihr wollt von oben. Was? Ihr seid dann doch eine Etage zu. Nein, wir kommen von unten. Nee, sorry, ich hab die anderen beiden rumlaufen sehen und dachte, ihr wärt die beiden quasi. Nein, ich hatte gerade Strom gemacht, kaputt. Mist! Ja, ich spotte da Feinde, aber nicht so erfolgreich. Sag Bescheid, wenn ihr reingeht, dann spreng ich ein Fenster. Wir kommen hier leider nicht durch die Türen durch. Wieso? Hä, wo seid ihr reingegangen? Ist doch egal. Nicht erschrecken, das bin ich. Kannst du das aufschießen? Könnte ich. Aber ich warte, ich lauf mal dran vorbei. Aber ich will auf die andere Seite. Und vielleicht da hinten. Warte mal, hier kommt hier Wände, die nicht verstärkt sind. Ja, super.
Warte. Sprengladung scharf. Also, ich kann sprengen. Wieso geht dieser Scheiß? Das war nicht. Was passiert? Au, au, au. What? Hä? Huh? Wow! Was? Ja, wenn er auf gut Glück schießt, schieße ich auch auf gut Glück. Bäh. Oh, nein, ich wollte doch nach anders. Ich wollte doch weglaufen. Ich wollte doch weglaufen. Hm. Ja. Ich bin feige. Na und? Bist du der Letzte? Wo läufst du hin? Was anderes machen. Ich hab doch noch über eine Minute. Wieso bin ich der Letzte gegen vier? Was soll denn der Scheiß? Keine Ahnung, Mann. Es ist alles nicht so gut gelaufen. Das würde ich aber auch so sehen. Scheiße, ey. Ich hab immerhin jemanden auf gut... Hm? Wieso liegen hier zwei Leichen? Aha. Das ist ein gutes Zeichen. Naja, immerhin war daneben ein Loch im Boden, das... Wow! Was... Hm? Spreng das andere. 3, 2, 1, und geh hier runter. Töte ihn! Eigener Druck neutralisiert. Von ist was tot! Naja, also. Da wären ja auch noch genug andere Leute gewesen. Aber hast du im Hintergrund gesehen, der eine, der ist dann in den anderen Raum gehüpft. Ja, das hat funktioniert. Mann, ey. Ja, sagte ich gerade. Oh. Vor allen Dingen, als ihr in den Raum reingegangen seid, war ich ja noch auf dem Flur und da haben die schon diese riesen Tür zerschossen. Also habe ich einfach zurück die Tür zerschossen und jemand getötet. Hm. Und das war der einzige Kill geworden. Und wahrscheinlich war das der mich gekillt hatte. Oh Mann, ey. Stand der an so einer Theke? Keine Ahnung, ich habe wirklich auf gut Glück durch ein Loch in der Tür geschossen. Da war dunkel, ich habe nichts gesehen, ich hätte auch die Geisel treffen können. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Nein, ich wusste ja, dass die Geisel da war. Oh. Hm? Geisel gesichtet. Das ist der Raum von eben mit dem... Ach geil. Ich bin direkt da drüber. Die Zugänge und so. Durch die Tür. Das heißt... Ach nee, ich bin immer noch eine Etage zu hoch. Oh ja. Hallo. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Hihi, ich verstecke mich hinter der Treppe. Mist, jetzt haben sie mich. Hätte ich nicht mal weiter versteckt. So. Ach, hier hinten da. Doch, hier geht's ja auch lang. Haben wir jetzt einen coolen Weg? Nein, das ist wieder die zerstörbare feste Wand. Verdammt! Die wir nicht aber kaputt machen können, weil wir keinen Thermite dabei haben. Warum hat niemand... Ja, aber hier ist eine Dachluke. Die kommen... Was heißt das? Nach oben zu der Treppe heißt er. Einer ist die Treppe hochgerannt, wieder der gleiche Typ, der mich da vorhin erschossen hatte. Also der Ostfall-Mensch. Was? What? Hä? Ach komm! Durch das Fenster, ey. Ihr hört wahnsinnig. Ich hasse ihn. Hat er dich auch? Ja. Ach Mann, ey. David, du musst regeln. Hey, ihr seid noch 3 gegen 5, das ist nicht so schlecht. Wechsel die Magazine. Ich höre C4, Handy. What? Ich hab den an der Treppe noch sich hinlegen sehen. Ach, scheiße, ey. Ich nicht. Also, ich hab dich beobachtet und ich hätte ihn auch nicht gesehen. Oder ich hätte ihn nicht gesehen. Vor allen Dingen hast du gesehen, wie der. Also, nein, in der Wiederholung, das war übel. Der hat mich, also vielleicht 2 Pixel weit gesehen oder so. Was ist das denn, ey?
Oh, wow. Jetzt macht keinen Scheiß, Leute. Macht keinen Scheiß. Nein! Ich sag doch, macht keinen Scheiß. Es war auch immer... Ey, das war schon wieder der gleiche Typ, der uns erwischt hat. Warum gibt's denn immer diese Übertypen auf einmal? Ja, das ist tatsächlich herzzerreißend. Oh. Naja. Ich habe keinen Kill diese Runde hingekriegt. Hey, ich habe Doc-Spezialist gewonnen. Geschafft, gedingst. Und ich habe Jäger geschafft. Und die Hälfte von Thermite habe ich geschafft. Was auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.